So. Das hört sich aber gerade nicht nach den normalen Spinnen angehört. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder explosive Fässer. Ich glaube, ich muss hier erstmal die Distanz verringern. Explodiert alles. Ups, falsch. So, da ist er auch schon runtergefallen. Das hat mich jetzt hier weggestoßen. Das jagt man auch noch hoch. Wir jagen alles hoch. Okay, das hat sie jetzt runtergestoßen. Ah, hier rutscht man irgendwie wohl runter. Ah, das hat den jetzt auch direkt aus der Fassung gebracht. Ah, da ist wieder so eine klipprige Masse. Na, komme ich hier nochmal hoch? Ja, okay, sieht gut aus. So. Ja, nee. Da ist nichts mehr. Das heißt, ich kann hier einfach hoch. Und hier ist schon wieder Erfahrung versteckt. So, da ist auch schon die nächste Spinne. Die ist blau. Ich glaube, die letzte war nicht blau. Aber sie sterben eh alle. So. Ich kann jetzt hier nicht viel erkennen. Ich glaube, ich schieb die mal hier raus. Damit ich einfach besser das erkennen kann. Jetzt kann ich mir auch das Feuerschwert leisten. Oh, ja. Komm, ey. Ist gut, Leute. Genau. Okay, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Jetzt haben wir die ganzen Kisten. So. Daran kann ich mich jetzt aber nicht festhalten. Probieren wir mal die Methode wieder. Die funktioniert. Okay. So, das muss ich natürlich jetzt aber hier erstmal in Schwingungen versetzen. Wenn ich da auch rüberkomme. Nee. Denied. Wollte ich mal sagen. Aber da kommt auch schon eine ganz schöne Geschwindigkeit zusammen. So, probieren wir es nochmal. Vielleicht muss ich das einfach nur noch ein bisschen mehr. Ups, jetzt klebt es gar nicht mehr dran. So, okay. Dann nehme ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn das hier nicht so will, wie ich will. Und... ups. Ach, diese Atmosphäre, die Farben, die passen einfach immer so zusammen. Das gefällt mir so gut. So, dann papp ich es diesmal einfach an die andere Seite ran. Na, komm her. So, und jetzt... jetzt will ich rüber. Und auch diesmal nicht. So, und jetzt kickt's mich hier voll raus. Nee. Okay. Was mache ich falsch? Ich falle sinnlos runter. Ich glaube, das mache ich falsch. Okay, nee. Vielleicht springe ich falsch ab. Ups, das wollte ich jetzt garantiert nicht. So. Ja, diesmal hat es funktioniert. Ich musste einfach die Distanz zwischen mir und der Kiste ein bisschen erhöhen. Da ist Erfahrung. So. Oh, da komme ich ran. So, stirbt man hier oder... ja. Woher sollte ich es jetzt auch wissen? Und jetzt leuchtet das Schwert auch so schön. Ups. Ne, da passiert gar nichts. Hier ist noch nichts Tödliches los. So. Hier kann ich doch aber... kann ich hier runter? Ich weiß es nicht. Ah ja, ich kann da runter, aber nicht an der Stelle, wo ich es versucht habe. Ich sollte vielleicht erstmal wieder einen Checkpoint finden. Ja. Das war's auch mit dem Checkpoint. So, dann müssen wir das jetzt hier nochmal mit der Kiste schnell machen. Ah, Mann. Ja, bei solchen Sachen, bevor ich vielleicht da mich in den Selbstmord stürze und irgendwelche Klippen runterspringe, vielleicht erstmal an den Checkpoint gehen. Soll ganz gesund sein, habe ich gehört. Okay.
So, es funktioniert jetzt wunderbar. Okay. Ich habe dazu gelernt. Und jetzt komme ich hier auch unbeschadet drüber. Ist ja ganz klar. So, jetzt kann ich mich hier auch hinstellen und auch einfach abwarten. Und nochmal sterben. Oh Mann. Das ist schon echt gut. Nicht. So. Was ist denn jetzt hier? Ist hier irgendwas? Hä? Ich glaube, hier ist gar nichts, oder? Hm. Aber ich bin mal runtergesprungen. Hm. Komisch. Ups. Ja. Mein Tod wird kein kurzer sein, oder wie war das? So, ne, ich muss jetzt hier einfach rüber. Und vielleicht diesmal keinen Mist machen. Also der stößt jetzt hier den Stein runter. Okay. Jetzt mache ich natürlich hier mit dem Krieger auch mehr Schaden. Das heißt, es wird immer schwerer für die Gegner überhaupt irgendwas auszurichten. Alter, wie die Gegner hier einfach mal alle zermürbt werden. Die haben überhaupt keine Chance. So, jetzt den Typen dort oben noch erledigen. Oder habe ich ein bisschen zu hoch gezählt? Jetzt hat's ihn getroffen. So. Okay. Hm. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier explodiert gleich noch was. Und hier ist schon wieder diese Fratze. Das sieht schon aus wie so ein Schrein. Ist bestimmt irgend so eine Sekte. Und den Typen dort unten, den haben wir doch auch schon erspäht. Da brauchen wir nicht mehr lange rumfackeln. So, was ist jetzt hier noch? Oh, hier ist wieder so eine kleine Stadt, wie es scheint. Das Ding, das kommt ja erstmal weg aus Sicherheitsgründen. So, ist hier noch irgendwas? Ja, hier kann ich reinfallen, wollte ich jetzt aber eher nicht. War jetzt nicht so mein Masterplan. Welcher Masterplan? Ja. Okay, ja, ich wollte hoch. Genau. Und da oben wollte ich nochmal hinschauen. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist mal so gar nichts, aber hier sieht man jetzt echt die ganzen vielen Pilze. Ja, hier sind schon wieder viele Fallen aufgebaut. Ich glaube langsam nicht mehr, dass die Fallen dazu gedacht sind, irgendwelche Goblins abzuhalten. Sondern, dass die Goblins die Fallen gebaut haben. Die Goblins. Ja. Ach, hier kommt Wasser. Wo kommt denn das Wasser her? Hm. Oh. Okay. Ja, wozu brauche ich das jetzt? Da drüben ist etwas. Hm, so. Hat jetzt noch nicht so funktioniert, ne? Okay. Dann muss ich da mal... Hm. Einfach ausprobieren, hier ein paar Kisten hinzustellen. Ich glaube, das reicht auch noch nicht. Ein bisschen Wasser haben wir, vielleicht reicht's ja. Ja. Da kommen wieder die ganzen großen Blätter raus. Und ich kann die Kisten hier wieder kaputt machen. Da oben ist ja noch Erfahrung. Hätte ich fast übersehen. Okay, dann muss ich hier mal ein Gewicht, glaube ich, draufstellen. So, ist hier noch was? Nee, oder? Nee, ich glaube, das war's ja auch schon wieder. Die zwei Kisten haben wir ja auch schon gefunden. Was ist jetzt hier drüben genau? So, hier unten scheint nichts zu sein. Und das scheint dort einfach nur eine Falle zu sein. Das heißt, von der Seite will ich da gar nicht lang. Nö. Da kommt schon von oben wieder irgendwelches Gestein. Erreiche ich den von hier? Ja, tatsächlich.
Damit haben wir das jetzt auch blockiert. Das heißt, ich kann hier nicht mehr so leicht sterben. Und vielleicht komme ich da sogar schon hin. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Aber es funktioniert. Vielleicht war es auch doch beabsichtigt. Ich muss jetzt hier bloß eh erstmal herausfinden, wie ich jetzt diese Pflanze hier... Ups. Ja, Moment. Die brauche ich. Okay. Nö. Was hilft mir das überhaupt? Ich brauche das überhaupt gar nicht. Fällt mir gerade so auf. Okay. Wieso auch immer ich das jetzt versucht habe. Ja, das macht hier nur irgendwas mit den Sachen, aber das brauche ich ja gar nicht. So, hier geht was kaputt und das Fass sieht gefährlich aus. So. Ah, das hat das jetzt alles kaputt gemacht. Okay, jetzt komme ich von der Seite hier hin. Ich brauche das immer noch nicht. Ich frage mich echt, wozu das jetzt hier da war. Also, das war ja mal voll sinnlos. Vielleicht kann man den Hebel irgendwie mit dem Magier umlegen. Das habe ich noch gar nicht probiert. Hier ist wieder ein Text. Liebe Rosie, es tut mir leid, dass ich nicht bemerkt habe, wie du die Feier verlassen hast. Herzlichen Glückwunsch zum 16., meine Liebe. Gehen wir morgen durch die geheime Höhle in den Wald? Isabel. Ja, sehr geheimnisvoll. Nicht. So, da hinten, da geht's runter. Aber ich sehe wirklich nichts. Ist hier wirklich nichts? Ich glaube gerade nicht so dran. Ich dachte, vielleicht ist hier oben noch irgendwas. Aber es scheint nicht so. So, na, dann springen wir einfach mal runter. Sehr schön. Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen. Absolute Finsternis umgab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters. Wo war der Trine jetzt? Ah, das sieht ja schon wieder nach einer Spinne aus. Vielleicht gibt's ja mal auch einen größeren Spinnengegner. Und das sieht ja wesentlich ritterlicher aus als der gute Ritter, den wir hier immer mitschleppen. Den Pontius. Ja, mal schauen, wie es hier in den Pilzen der Finsternis dann beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, ciao.